Hallo, hier gibt es ein Unboxing der Firma Chili Power Battery Charger und was euch dort erwartet, das seht ihr gleich. Bleibt dran. So, es gibt hier eine kleine Überraschung, aber dazu gleich mehr. Ich mache euch einmal das auf. Das ist die einfache kleine Dose. Das ist alles, was drin ist. Und wie ihr seht, ist das nicht sehr viel. Das ist einmal hier das 12 Volt Zigarettenanzünder Kfz-Adapter. Einmal für 220 Volt Hausstrom. Dann sind einmal hier die Batterien drin. Oder Akkus, Entschuldigung, für die, die es ganz genau nehmen. Das sind die Akkus, die ich brauche, die ENEL19. 3,7 Volt, 800 mAh, 3,0 Wattstunden. Die Batterien sind schon mal richtig. Hier ist genau dieselbe drin, habe ich schon mal gesehen. Jetzt kommen wir aber zu der Überraschung. Leider muss ich euch das zurückschicken. Denn, wie man hier sehen kann, passt leider dieser Akku. Hier sind die Anschlüsse, hier sind die und das passt nicht. Das haut nicht hin. Und vermutlich haben die einfach nur, weil das kann man trennen, und ich nehme an, die haben den falschen Deckel drauf gesetzt und so, und deswegen geht das leider wieder zurück. Also da kann ich es nicht machen. Also, wie gesagt, aber ansonsten sieht alles gut verarbeitet aus. Das ist alles. Hier eine zweite Batterie. Und ach ja, und wenn noch was ist, hinten sind noch ein paar Warnhinweise drauf, Triple Charger und so weiter. Die Daten. Das ist alles